Du licht es einmal an, Geld habe ich auch. Dann kann ja dein Essen jetzt kommen. Mhm. Ich bin immer so nervös, bevor das Essen kommt. Wieso? Weil du denn fremde Menschen siehst? Ja. Genau deswegen. Ah, da muss ich hin. Ein Opo-Opo-Jungtier. Ja. Sie ist ein knuddelig, Männer. Sie ist ein knuddelig. Ja, wirklich, sie ist so knuddelig. Oh mein Gott. Die Augen. Sonst geht's dir gut, ja? Ja, wieso? Okay, na, ich frag nur. Oh, Abbruch. Abbruch? Verdammt. Hä? Ich wollte mich zum Baldeons Annex irgendwie porten und bin jetzt, hab aus Versehen auf Labyrinthos geklickt. Oh. Nee. Ja. Muss erst mal gucken, wo ich das finde hier. Hallo, Derek. Ultima Thule, Altschala. Das ist in Altschala, ja, ne? Ja. Yep. Baldeons Annex? Ja. Yep. Yep. Okay. Ja. Knapp daneben ist auch vorbei. Ganz knapp, ja. Hab ich euch schon gesagt, wie lieb ich euch hab? Du hast es mal erwähnt. So nebenbei. Aha, gut. Dann hab ich's jetzt nochmal gemacht. Ah, schön. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger haben. Durst. Hunger, 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 Hungnust. Hungnust? Was ist denn ein Hungnust? Ja, ich war noch nicht auf das Durst vorbereitet. Ich dachte, du sagst gerade, okay, Hungnust? Was ist denn ein Hungnust? Ich kenne Hummus. Ja, ich auch. Ja. Also 58 Säcke Hummus habe ich im Inventar. Wer braucht? Gerade nicht. Ist für den Zimmerer später. Luna hat mir gerade ein Bild geschickt. Während ich die Welt mal wieder am Retten bin, genießt meine Frau die Zeit am Strand. Natürlich. Ah ja, immer den Kindern die Arbeit überlassen, ne? Das ist meine Frau, wie ich sie liebe. Na, anders kriegst du auch nicht. Jo. Nee. Will ich auch gar nicht. So, ich fange dann auch die Quest für einen Fall für die Gelehrten an. Ja, das wäre... Wenn du den Alleyway mitlaufen möchtest, dann gerne. Zu dritt macht's doppelt Spaß. Dreifach Spaß. Nee, dreifach. Ich hab ihn verbessert. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Mhm. Ich krieg Hunger und weiß nicht, was ich essen soll. Also, ich habe meine Pizza. Ja, mein Fahrgeld ist noch nicht drauf, sonst hätte ich mir auch eine bestellt. Ich hätte gerade eine Currywurst. Ich warte dringend auf mein Fahrgeld, weil das letzte Geld, was ich jetzt in der Tasche habe, da muss ich mir spätestens Donnerstag oder morgen meine Medikamente von holen, weil sonst sind die Rezepte abgelaufen. Nee. Yeah. Und das sind 45 Euro insgesamt. Aua. Ja, wollte ich gerade sagen. Auschi. Ja, macht sich bemerkbar. Dann fehlen mir jetzt die 60 Euro mehr Heizkosten. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, wann dieser Push kommt von Geld angeblich. Na, ich falle aus den ganzen Zielgruppen raus, wie immer. Ich sowieso. Ich bin komischerweise drin. Wow. Ah, du bist im Gebiet. Wow. Also. Hey, Daria? Ja. Was ich dir wohl privat geschrieben habe, mache ich nachher mal im Mod-Channel einen Post zu. Ja. Um mal so die Stimmung einzuholen. Ja. Ja. Um Phalos, ja. Um Phalos, das bringt es gerade auf den Punkt. Ja, ich habe dir zugehört.
Alter, ich hab mich verliebt. Wie kann etwas so geil aussehen? Oh mein fucking Gott, ey. Na, ihr müsst jetzt nicht warten. Wenn ihr schon laufen wollt, dann müsst ihr es machen. Du, ich brauch doch eh noch Ewigkeiten, bis ich da durch bin. Also wenn ich mich an die letzten Allianz Raids erinnere, dann dauert das sowieso 30 Jahre, bis du alle Quests durch hast. Brauchst du erstmal Quest, 30 weitere Quests und dann hast du den Allianz Raid. Ich weiß nicht, ob es dir genau ist. Wieso hast du jetzt bloß ein Gebiet freigeschalten? Ich dachte, das wäre der Raid. Keine Ahnung. Du hast es gleich frei. Ah, okay. Also nicht so wie bei den letzten? Nö. Okay. Ihr musst nur ein paar Orte gehen und danach solltest du ihn schon frei haben, den ersten Teil. Oh Gott sei Dank. Also ich finde das Gebiet schön, vor allem diese bunten... Ich weiß nicht, was ich mit bunt habe, ne? Wenn ich irgendwo bunte Regenbogensteinchen sehe oder Farben, die so im Regenbogen sind, ich finde das schön, ich brauche das. Das hier... Regenbogenfahnen. Wie geil sieht das einfach aus? Es ist so schön bunt, oh mein Gott. Ach, jetzt soll ich auch noch nach Geister zollen. Ja, ach, was für ein Hin und Her wieder. Die Steine der verschiedenen Götter. Ja, ich weiß, und die sind so schön. Ob der schwarze Ritter auch ein Gott ist? Der da mit den komischen Dingern gesprochen hat? Ich habe eine Vermutung. Ihr seid ja nun mehr bewandert in Final mit den Vorgeschichten, dadurch, dass ihr alle Teile gespielt habt. Also du zumindest, Aldaria. Na, alle Teile habe ich zwar nicht gespielt, aber ich gehe mal von aus. Die Szene kam mir halt sehr stark aus Teil 4 bekannt vor von Final Fantasy. Ich sage wohl, weiß ich nichts. Und in Teil 4 ging es halt um, dementsprechend sah der Kerl nämlich aus, wie aus Teil 4, um Elementarfürsten. Und da ja auch Feuer, Wasser, Luft und Erde drin verankert waren in dem Ding, habe ich eine Vermutung. Und ich bin mal gespannt, ob sie stimmt. Sie würde zu Endwalker passen. Da kommen nämlich auch die Loporiten her aus Teil 4. Aber es soll ja eigentlich ein komplett neuer Geschichtsstrang werden. Wir haben ja Endwalker, mit Endwalker haben wir ja ein Kapitel abgeschlossen. Das wird ein komplett neuer Geschichtsstrang. Aber es ist trotzdem an Final Fantasy 4 angelehnt. Das definitiv. War ja komplett Endwalker mit Turm von Zod, Turm von Babel, die Reise zum Mond. Ich hätte eher vermutet, dass es jetzt in dem nächsten Geschichtsstrang vielleicht um die 12 Götter geht. Gerade jetzt auch, wo ich jetzt bei dir im Stream sehe, dass da um den Ätheriten diese ganzen Symbole hier. Also ich glaube, die 12 Götter werden nur der Allianz Raid. 12 Götter werden, glaube ich, nicht komplett, wenn überhaupt, was mit dem neuen Kram zu tun oder haben. Oder die kämpfen gegeneinander. Also ich glaube, die 12 Götter kommen auf jeden Fall hier im Allianz Raid drin vor. Das deutet halt sowas von drauf hin. Also es geht ja da um die Mythen. Die Götter sind ja Mythen. Deswegen. Also ich vermute mal stark, Adi Raid werden unsere 12 Götterchen. Die wir da wahrscheinlich einzeln platt kloppen dürfen. Was glaubt ihr, wie viele von diesen Patch wie heute kriegen wir noch dieses Jahr? Boah. Ich hoffe mindestens 1 bis 2. Also ich glaube halt einen. Einer ist auf jeden Fall realistisch. Ja, wenn man der so zweite. Guckt, ne? Jetzt, obwohl, 4 Monate nach Veröffentlichung des Add-ons ist jetzt der erste. Könnten noch 2 werden, wenn in dem gleichen Abstand jetzt bleiben. Also wenn die Leute wieder richtig arbeiten können und alles Mögliche, dann sollte es eigentlich recht fix gehen. Ja. Aber sollte jetzt zum Beispiel viele Leute von denen krank werden, weil ja, wie gesagt, Corona wird irgendwann jeder kriegen einmal. Könnte sich halt verschieben, das kommt jetzt halt drauf an. Ja. Also einen gibt's auf jeden Fall noch dieses Jahr. Beim zweiten lasse ich mich halt einfach überraschen. Ich habe die Hoffnung, dass es ein zweiter wird. Noch. Der 6.2-Patch dann. Aber ich bin gerade erstmal zufrieden, dass wir 6.1 haben. Kann natürlich auch sein, dass sie sich dann ein bisschen mehr Zeit nehmen und vielleicht direkt auf 6.3 springen. Eher weniger. Wäre möglich, aber hoffe ich nicht. Die hätten wirklich mal ein bisschen mehr Gil raushauen können, ne? Für die Quests.
Ja, so 2 Millionen pro Quest, aber nur für uns. Ja, zum Beispiel. Oh, dann hätte ich geil gefunden. Ja, dann hätte ich zumindest für ein Haus M einschreiben können. Oh, ich kann endlich mit meinen Adlern fliegen hier in Geisterzoll und in Tafnir wohnen das erste Mal. Ist das nicht geil? Oh ja. Mokri Werkzeugkomponente herstellen, okay. Immer mal wieder auf die Uhr gucken, ja. Weil ich werde wahrscheinlich so Viertel vor die zehn Minuten vor. Hast noch. Ja, Viertel vor zehn vor gehe ich einmal gehe ich hoch. Zu wann und hast du jetzt bestellt? 22 Uhr, aber manchmal kommt. Ach so, ich dachte auf 21:30. Nee. Ich habe hin und her überlegt, aber habe 22 Uhr genommen. Weil ich wusste, das habe ich dann nicht mitgekriegt. Weil ich wusste, 21:30 wird knapp. Deswegen 22 Uhr. Bisschen habe ich noch. Und wie gesagt, Viertel vor 10 vor gehe ich dann halt so im Dreh hoch. Ist der Opo Opo niedlich? Der sieht ja aus wie so ein Glubschi-Plüschtier. Da sind die Götter. Müsst ihr so auf den Schritt filmen? Schön und das Röckchen. Soll das Tor darstellen? Nee, ich glaube nicht. Na, könnte sein, aber ich glaub. Ganz schön an die Griechen gehalten, ne? So vom Aussehen her. Jetzt einiges griechisch angehaucht. Guckt der Schalajan an. Naja, ich finde immer, die haben sowieso auch von den Namen her, ne? Wenn du so an Ishgard denkst, so mit der französischen Aussprache. Wollte ich gerade sagen, sie haben eigentlich komplett halb Frankreich genommen und deren Namen verwendet. Sie haben nur gefragt, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Ah, okay, ja, kommt mit rein. Und am besten noch mal Zungenbrecher mit dranhängen. Ich kann so schon kein Französisch, weißt du? Ich auch nicht. Also zumindest an der Sprache hapert's. Wie lange hat es gedauert, bis ich Rochefort aussprechen konnte oder Orianger? Orianger. Oh ja, ohne Witz, ich habe immer Orianger gesagt, weil ich es nicht aussprechen konnte. Und wie oft habe ich mit Luna geübt, bis ich Orianger aussprechen konnte. Und ich habe es mir so lange immer wieder angehört. Okay, Orianger, Orianger, Orianger. Ah, Orianger, scheiße. Koriander ist doch eigentlich ein Gewürz, oder? Koriander, ja. Koriander. Stolze Frauenstimme. Donnernde Männerstimme. Brigot? Wie auch immer. Ich will das Opo Opo als Begleiter. Ich hab das Opo Opo als Begleiter, meine ich. Was, dieses kleine süße Ding? Ja. Ich meine, ich hab den Opo Opo als Begleiter. Aber den roten Panda will ich mir auch noch holen. Den roten Panda? Ja, hast ich du geschenkt. Auch, bla bla. Hab ich geschenkt bekommen. Zweimal. Ja, einmal hat ihn mir halb direkt vor der Nase weggeschnappt. Er wollte den verkaufen. So, und ich habe vorher noch gesagt, oh, den habe ich doch nicht. Dann, oh ja, ich gebe ihn dir aber nur, wenn du ihn vor meinen Augen benutzt. Ja, was soll ich damit sonst machen? Ja, verkaufen. Klar, ich krieg das erste Mal den roten Panda und verkaufe den oder was. Ich hätte den umbringen können. Schnappt der mir so das Ding da weg. So gilgeil bin ich nicht, dann habe ich lieber die Begleiter. Ja, ich habe auch lieber die Begleiter. Wenn ich den Begleiter doppelt habe, okay. Panda. Wenn ich Panda sage, horcht Ryan sofort wieder auf. Ich merke schon. Aber wir reden ja vom roten Panda, nicht also, vom normalen. Na, aber roter Panda ist auch Panda. Vor allem allein wegen dem Schwänzchen sind rote Panda süß. Ja, ich habe immer gedacht, das wäre ein Waschbär. Vom Schwanz her. Oh, roter Panda-Waschbär. Yep. Ja, lange kenne ich dich, Ryan. Die Waschbären sind vom Schwanz her ja genauso, nur in einer anderen Farbgebung. Stimmt. Ich dachte immer, das wäre irgendwie so, weiß ich nicht, so ein besonderer Art. Waschbär. Besonderer Waschbär? Oh. Lach mich nicht auf. Nur an, bitte. Okay, ich lach dich an. Okay. Rote Panda, okay, das mega klang, cute. Das klang mehr nach Auslachen, danke. Aber nein. Ich verzeihe dir, Töchterchen. Okay.
Und wird irgendjemand, irgendwann glaubt uns doch immer noch, dass wir Mutter und Tochter sind. Entschuldigung. Nee, ich glaube das wirklich irgendwann. Ich meine, unsere Leute jetzt hier wissen das ja. Also durchgeknallt, wie wir beide sind, ne, könnte man das auch wirklich dann glauben. Ja. Oh ja. Oh, wie lange braucht die denn noch zum Reden? Ich überfliege ja gerne Texte, aber... Ich würde zumindest gern freischalten. Ich kann über Wasser laufen. Du bist göttlich. Wow, ist das schön. Ich bin jetzt an einem Ort, wo du bist, komme ich gerade an. Ah, seid ihr etwa nicht? Nein, Ryan. Nee, wir sind nicht. Wir sind leider nicht verwandt. Oh. Im Geiste schon. Im Geiste sind wir verwandt. Nur genetisch leider nicht. Naja. Herr der Ringe habe ich dich schließlich adoptiert. Stimmt. Daher rührt das ja alles bloß. Ja, Herr der Ringe ist schuld an allem. Und siehst du, bei mir stand jetzt auch um Pharlos. Ich bin kurz hinter dir, von den Quests her. Ja. Und Halbert ist mein Bruder. Und Luna ist eigentlich dann meine Tochter, hatten wir irgendwann mal gesagt. Ja, stimmt, ich bin ja schon Oma. Ja. Luna ist mein Töchterchen. Weil Luna ja schon. Oh, ich hab's freigeschaltet. Weil Luna ja den. Alles Quitty ja dein Schwiegersohn. Ja. Diese Familienzusammenführung, ey. Wow. Sonst bin ich immer nur die Hauskatze. Das bin ich. Oh, das ich glaube, wir müssen mal einen Stammbaum malen. Das mein Stammbaum ich. Ist ein Kreis. Also wenn ich von jedem einen Screenshot kriege von den Charakteren, kann ich noch einen Final Fantasy Stammbaum bauen. Oh ja. Aber wir sind noch nicht verheiratet. Warte, wollten Halbisch und du nicht heiraten in der FF? Ja, aber nicht mit dem Char hier. Also nicht mit dem hier, sondern mit meiner Chiara. Mit meiner, die mit den blauen Haaren, Ryan. Falls du dich noch dran erinnerst, wo du gesagt hast, es kann nicht genug blau geben. Meine ich. Dieser Char ist mir versprochen. Mit dem Char hier heirate ich Mappa. Also, wenn ich denn meine, was war das, meine männliche Mikote? Deine männliche Mikote. Mindestens auf 50 hab. Dein Brutus Tier. Mein Brutus. Mir fiel kein anderer Name ein und den Nachnamen habe ich random machen lassen. Hast du schon einen Abenteurerpass? Nein, Mappa hat noch keinen Abenteurerpass. Schniff. Nee, habe ich noch nicht fertig gemacht. Warte, nein, das ging nachher wohl alles so schnell, das muss ich erstmal in Ruhe machen. ich kann dir ja meinen, oder ich kann dir meinen einmal kurz zeigen. Ich bin Detective Kitty. Ich bin einmal so komplett unordentlich und einfach alles zusammengeklatscht, aber das bin ich. Das bin einfach 1:1 ich. Wow. Ich habe auch irgendwie gesehen, es gibt zwei Dinger. Der hatte mir zwei grüne Punkte angezeigt. Da. Ja, das mit eine. Das eine ist dieses Porträt, also das hier. Ja. Damit kannst du deinen Charakter halt bearbeiten. Ob der zwinkert wie bei mir, ob der halt eine gezogene Waffe hat, ob der halt keine gezogene Waffe hat. Und dann diese Karte. Ach, dann macht er aus dem, was du jetzt offen hast, das, was du als erstes aufgemacht hast. Und hier kannst mit du halt. Mit dem Bild zumindest. Und dann kannst du hier halt zum Beispiel diese Rolle bearbeiten. Du kannst hier die Hintergründe, wo ich die ganzen Bilder habe, bearbeiten. Du kannst hier die Farbe bearbeiten. Du kannst den Rahmen bearbeiten. Ja, das muss ich mal in Ruhe machen. Du kannst das Ganze spiegeln. Also so wäre es eigentlich. Ich habe es aber gespiegelt, weil ich das schöner finde. Und dann kannst du dir halt das Profil einstellen. Zum Beispiel bevorzugte Klasse oder Job. Kann ich bei mir eigentlich erstmal ändern, weil ich ja Reaper Main bin. Da kannst du deinen Titel reinpacken. Dann deinen Spielstil kannst du noch ändern. Du kannst zum Beispiel, dass du nur auf PvP aufgelegt bist. Oder Blaumagier oder Rollenspiel oder Mentor oder Housing. Gut, das trifft bei mir leider noch nicht so. Und dann halt deine Tage, wann du spielst, oder halt deine Stunden, wann du spielst, wochentags wie Wochenende. Bin casual, gibt's casual? Ja, da, mit dem blauen Smiley. Ja. Also das kannst du dir dann alles einstellen. Ja, wenn man sich meint, bin ich halt wirklich Detective Kitty, ey. Kitties.
Warte, kann ich gleich machen, sobald ich wieder zurück bin? Ja. Nee, das mache ich mal in Ruhe, denn wenn ich die Zeit habe und... Für sowas, da muss ich dann immer Ruhe haben und... Kitty sieht so aus. Bin ich richtig cool. Kürbiskopf. Ja, nicht der Kürbiskopf hier, dieses... Ja, geil! Das sieht richtig cool aus. Ich sag ja, Ausweis für den Detective. Detective Kitty, ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Yep. Was bedeuten denn die Uhrzeiten da, oder was ist das? 00:12? Wann du wochentags zum Beispiel spielst am meisten und wann du am Wochenende zum Beispiel spielst? Zum Beispiel. Also ja, wie gesagt, hier zum Beispiel von 0 bis. Ah. 5? Okay, das da unter gehört dazu, das habe ich gerade nicht gesehen. Wochenende dann halt auch, ne? Das hier sind dann, wie gesagt, das, was du auswählen kannst: tiefe Gewölbe, zweit sind halt Rollenspiel, Casual, Chat. Also, ja, nice. Ne? Kannst du ja, alles wie gesagt, einstellen. Da muss ich mich erst in Ruhe mit beschäftigen. Ja. Das ja, war mir jetzt zu viel, nämlich auf einmal, weißt du? Ich habe das ausgewählt, weil ich am meisten habe. So, wo waren jetzt? Warte, Razatan war das mit den Klassenquests, ne? Ja. Okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. Oder schaltet er die Klassenquest erst fertig, wenn ich jetzt alles von der Story... Nee, dafür musst du, glaube ich, nur Teil davon gemacht haben und nicht alles. Und du musst halt... Eigentlich müsste es da sein. Also mit dem Reaper kann ich es auf jeden Fall so nicht machen, weil mit dem habe ich es noch nicht gemacht. Aber mit dem Baden könnte ich. Ja, dann machen wir mit dem Baden und zeig mal, wo das ist. Ja, ja. Entschuldigung. Ich werde es in der letzten sehen. Ich... Müsste eigentlich eine Quest bei sein, die nicht plus ist. Da wo auch die anderen immer waren. Also hier ist halt nichts, goldene, ne? Die goldenen sind bei mir alle 80 dann, Razatan. Oh, dann hat er noch nicht. 80? Vielleicht muss man doch die Story, also die Post-Quest fertig haben. Wahrscheinlich, oder weil Job, da... Oder eine Job-Quest. Weil mit dem Baden... Job-Quests hab ich ja keine mehr. Die zeigt er dir ja eigentlich an. Das sind die dahin. Auch für Paladin und so weiter. Ja, aber das wäre ja schwachsinnig, weil wenn du zum Beispiel allgemein kein Tank spielst, würde ja eigentlich keinen Sinn ergeben. Also das hier sind wie gesagt die ich noch offen habe, wegen... Da habe ich erst eine gemacht, die vom Baden, weil weiter bin ich ja noch gar nicht. Also ich habe die vom Heiler und die vom Nahkampfstil, die habe ich angenommen. Das oh, ich glaube, wenn du die alle fertig hast, kriegst du noch mal eine extra Quest. Also mit Baden habe ich eigentlich auch alles. Eigentlich. So, ja. Eine Mugri-Figur herstellen, okay. Achso, einmal wieder auf den Reaper. In hoher Qualität möchte er die haben. Dann einmal nach Al-Shalayan. Stell eine Mugri-Figur mit einer Bratwanne, ja. Ich habe gerade einen Rang bei den Mokris aufgestiegen. Ui. Der Kleidetempel hat sich weiter verbessert. Er sieht immer hübscher aus. Da sind jetzt pinke Bommel drauf. Ich auch. Bin so aufgeregt. Ich mich ja schon. Aber Idaria ist auch noch nicht viel weiter. Freigeschaltet habe ich das Ding schon. Ich muss halt nur noch Hauptstory machen. Also ich habe soweit alles durch. Naja, du musst ja sowieso noch auf dein Futter warten. Zwischendurch ist er, wenn das zwischendurch kommt, ist ja auch Kacke. Ja.
Deswegen lese ich jetzt noch ein bisschen und hoffe, dass die Dings nicht kommt. Deswegen werde ich jetzt, auch wenn automatisch ist, werde ich das dann wieder rausnehmen. Damit ich das schnell losbrennen kann. Okay. Ich darf gleich lesen. Okay, um den verbotenen Teil des Numenons betreten zu dürfen, benötigen wir die Genehmigung des Rats und damit einen Fürsprecher. Also, wenn wir uns am besten an ein Ratsmitglied, das uns unserem Unterfangen wohlgesonnen ist. Na, Affinus Papi. Gar nicht so einfach, nicht wahr? Rektor Muntias, wie auch immer. Vielleicht, wie auch immer. Ich hatte es auf dem PC, große Dateien runterladen zu müssen. Ja, verständlich. Als Raha damals eingebrochen ist, stand er uns schließlich auch zur Seite. Ach ja, stimmt, der Professor. Er versteht den Drang der Wissbegier. Okay. Dann versuchen wir unser Glück mit ihm. Zweifelsohne finden wir ihn in den Räumlichkeiten der Magieakademie. Stola begleitet dich jetzt. Um den Auftrag durchzuführen, musst du die Auftragsziele erfüllen, während sich deine Begleitung in der Nähe befindet. Och, nö. Die Begleitung kann beendet werden, wenn das gewisse Gebiet verlässt, du die Stola ansprichst und Begleitung beenden auswählst. Okay. Jetzt geht das wieder los. Oh, nehmen wir den schönen Weg. Ich habe eigentlich eine 250k Leitung, aber überall wird dann nur mit Max 23 bis LAN. Oh. Aber kenne ich. Ist immer ätzend. Oh, diese Gegend, ne, die ist einfach so mega schön. Oh mein Gott, ich liebe es. Wie gern würde ich jetzt in dieses Wasser da unten reinspringen? Haben eigentlich noch mehr diese Profile jetzt? Vorhin waren ja noch nicht so viele, die das haben. Ja. Nee, hat noch keinen. Nee. Hat noch keinen. Ah, doch, hat einen. Das ist Schicht schwarz. Deswegen lieber Konsole. Da lade ich mit knapp 200k runter. Ja, verständlich. Verständlich. Das sieht auch gut aus. Wie ich mir erst alles angucke, ey. Oh, das von Mira ist ja hübsch. Ja. Ich bin halt so eine Stalkerin, ne? Ach, wie kommst du denn darauf? Überhaupt nicht. Okay, das ist cute. Etwas sehr bunt, aber cute. Okay, er hat noch keinen. Okay, das ist schlicht. Auch in Ordnung. Bäume ist auch in Ordnung, ne? Okay, das zeigt dir gar nichts an. Ist gar nicht mehr. Ja gut, Kittys kenne ich ja schon. Ja, ich will schlicht bleiben. Ja, deins ist aber noch eine andere Schlicht. Also eine andere Art von Schlicht. Weißt du? Hm. Diese coole Art Schlicht. Stola dackelt mir hinterher. Ich war nie auf der Magitech-Akademie. Matoya nahm mich auf, als ich gerade 7 Jahre alt war, und die folgenden 10 Jahre bildete sie mich persönlich aus. Tancred hat eine ganz ähnliche Geschichte. Luiswa sah, wie talentiert der Knabe war, und nahm ihn mit nach Sharayan. Dort lernte er die Kunst der Infiltration und all die Techniken, für die wir ihn heute bewundern. Manchmal frage ich mich allerdings, wie mir das Studentenleben gefallen hätte, wie ich als waschechte Studentin wohl zurechtgekommen wäre.
Du hattest einen Stammplatz in der letzten Bastion gehabt. Für eine entspannte Tasse Tee nach deinem Seminar. Oh, das klingt wirklich reizend, muss ich gestehen. Und während der Tee noch dampft, hätte ich magische Theorien und Prinzipien mit meinen Kommilitonen diskutiert. Aber so romantisch die Vorstellung auch ist, gegen meine Matoya würde ich es nicht tauschen wollen. Sicher, ich saß in einer düsteren Höhle anstelle eines eleganten Campus und statt Tee gab es meist recht bröckiges Wasser. Aber es war eine wunderbare Jugend, voller Zauber und Liebe. Okay, ich warte jetzt aber einmal. Weil das Essen hier, wie gesagt, gleich da sein wird. Ich freue mich auf mein Essen. Das wird lecker. Und dann kann Votzi auch gleich noch mit raus. Ich hoffe nur, dass sie da nicht so lange brauchen jetzt. Hier lief mir gerade ein Laden vorbei, der hieß Luigi Futarino. Nein, wie cool! Geil! Wie geil! Oh Gott, voll kalt gerade. Luigi! Das ist ja genauso wie Schnuberto Piccolini. Oder ja. Antipasti. Und er ist Futarino. Voll cool. Pastinake. Pastinake. So. Unsere kleine Pastinake. Wie ich hier einfach mit dem Geld rumwedel, ne? Stimmt, ich kann ja das jetzt richtig verstanden habe, kämpfen wir im Ali Raid gegen einen der Götter, ja? Gegen mehrere der Götter wahrscheinlich. Wissen tue ich es aber nicht. Reine Spekulation. So, mein Marodeur hat jetzt auch ein neues Outfit. Der sieht aus wie ein Archäologe. ja, das vielleicht auch. Meine Pala finde ich hübsch. Sag ja, ich finde die Jacke geil. Mhm. Die ist auch geil. Internet, obere Decks. Hey. Ein bisschen Jobquest für den Gourmet noch machen. Ich muss auch viel noch machen. So, wie lange brauchst du es noch? Bis es da ist. 15 Minuten. Logischerweise, ja klar. Das Witzige ist nur, ich hoffe, dass er nicht will, dass ich die Gartenpforte öffne, weil manche sind etwas pingelig, wenn es heißt, einmal bitte rüberreichen. Weil ich keinen Schlüssel für die Gartenpforte habe. ja, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, dass Frischus wenigstens die Gartenpforte vorne offen gelassen hat und dass er nur hinten abgeschlossen hat. er hat hinten die zwei Gartenpforten abgeschlossen und die Pforte hier vorne. Das heißt, ich kann... Hast du keinen Schlüssel? Nicht für die Tür. Oh. Das heißt, ich habe auch keinen Schlüssel für die Garage. Weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht mit
Cleo Gassi gehen. Also nicht Gassi gehen im Sinne von, wir gehen in den Wald. Weil dazu müsste ich die Garage offen lassen. Oder die Garage so ein kleines Stück offen lassen, dass ich durchkrabbeln kann. Inklusive Hund. Was ich natürlich nicht machen würde, weil Hund könnte ja weglaufen, beziehungsweise würde unser Hund niemals drunter weggehen. Also folglich kann ich sowieso nicht Gassi gehen. Ich komme gar nicht aus dem Haus raus. Ich bin halt von ausgegangen, dass die Pforte hier vorne offen ist. Aber er hat alle Pforten zugemacht. War auch lustig mit der gelben Sacktonne, also mit der Tonne für den gelben Sack, durch die Garage, dann durch die kleine Eingangstür, die ja von der Garage bei uns rausführt, und die Tonne da erstmal durchzukriegen, dann über den schmalen Pfad lang und dann hinters Haus wieder zu schieben. Das war lustig. Mir ist das Ding zweimal auf den Fuß geknallt. Also, ja. Das klingt mehr kompliziert als lustig. Was auch. Aber, ja, wie gesagt. Da ich mit dem Schlüssel von außen nicht aufmachen kann, weil mein Schlüssel dazu nicht bemächtigt ist, glaube ich. Ich möchte es aber auch nicht ausprobieren. Weil wenn ich da nicht mehr reinkomme... ja, ist schlecht, ne? Dezent. Und ich brauche unbedingt meinen Zweitschlüssel, damit ich hier diese scheiß Türen öffnen kann. Weil ich habe nur den alten Hausschlüssel, der halt nur das Haus öffnet. Da wir aber an Garte und Garage jeweils ein anderes Schloss haben, komme ich hier nicht raus. Also ich bin quasi eingesperrt. Also im Notfall, ja, kann ich durch die Garage und das dann halt offen lassen. Aber naja. Oder wenn ich ohne Hund... Hat Frisches Angst, du läufst weg? Nee, sagen wir es so, Frisches hat mich gefragt, ob er hinten zumachen soll. Ich habe gesagt, ja, ist besser. Ne, weil hinten kriege ich es halt nicht mit, wenn die Kiddies... Weil hier treiben welche Späße mit unserer Klingel und so weiter und haben sich da auch mal an der Tür zu schaffen gemacht. Und damit keiner hier aufs Drohnenstück kommt, das dann halt hinten abgeschlossen ist. Was ich natürlich nicht bedacht war, dass hier vorne dann vielleicht zu sein könnte. Und ich bin, wie gesagt, von ausgegangen, dass hier vorne auf ist. Aber hier vorne ist leider nicht auf. Es sind alle Türen abgeschlossen. Super. Also Arschkarte für mich. Ich hab da halt... Ich war noch am Schlafen. Ich hab da halt nicht drüber nachgedacht, ne? Und gut, hinten, dass die Türen zu sind, dachte ich ja, ist ganz sinnvoll. Also es war eigentlich Fehler meinerseits. Ich hätte halt ein bisschen drüber nachdenken sollen. Aber naja. Wir haben einen großen Garten, das reicht dem Hund. So, ich habe Aglaia oder wie das heißt, freigeschalten. Yay. Ja, ich gehe jetzt einmal kurz hoch und warte draußen auf die Pizza. Jo. Falls es etwas länger dauern sollte, ihr könnt ruhig die ganze Zeit reden, ne? Unterhaltet. Okay. Falls Fragen im Chat oder sowas sein sollte, oder wenn ich zu lange weg bin, könnt ihr ruhig immer mal wieder sagen, dass ich gerade